Haltestelle. Kommen. Wagen 1 hört. Es kam eine Meldung wegen freilaufender Tiere auf der Autobahn rein. Verstanden. Wir fahren hin und schauen uns das an. Kommen. Wagen 1 hört. Ich habe inzwischen genauere Informationen für euch. Laut Melder macht eine Kuhherde die Straße unsicher. Das scheinen nicht gerade wenige Kühe zu sein. Verstanden. Jetzt fahr mir doch nicht in den Kofferraum. Was wird das denn? Kannst du nicht fahren oder was? Mensch, pass doch auf, das ist gefährlich! Olle, die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Hey, ich wollte noch sagen, dass... Wagen 1 zur Leitstelle. Der Einsatz ist gerade dringlicher geworden. Es kam zu einem Unfall wegen der Tiere. Wie viele Personen sind beteiligt? Unbekannt. Wie weit seid ihr entfernt? Sind fast vor Ort. Wir melden uns wieder. Wir sind da. An die Arbeit. Sagst du so leicht? Was machen wir jetzt mit den Viechern? Nicht provozieren. Am besten sichern wir zuerst mal die Unfallstelle ab. Das hält die Kühe ganz sicher auf. Spaßvogel. Ich finde heraus, wem die Tiere gehören. Und du befragst in der Zeit die Unfallbeteiligten. Ich stoße gleich dazu. Und pass auf, Tiere sind unberechenbar. Wird gemacht. Thank you.
Guten Tag. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Gut, dass Sie endlich hier sind. Was ist hier passiert? Der Kerl da vorn ist passiert. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ernsthaft verletzt worden ist. Ich nehme an, er ist Ihnen sehr dicht aufgefahren? Und wie? Der hatte es ja mehr als eilig. Sein Gedrängel hat mich total nervös gemacht. Haben Sie gesehen, wie sich der Unfall ereignet hat? Nein, leider nicht. Ich hab's nur krachen gehört, kurz nachdem mich der Typ überholt hat. Und dann waren da auf einmal überall Kühe um mich herum. Wir werden den genauen Ablauf ermitteln. Keine Sorge. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Guten Tag, Herr Weiß, richtig? Können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Und ob ich das kann? Guter Tag, von wegen. Ich hab's eilig, bin auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting und dann steht plötzlich dieses Viech vor mir. Sie sind also wegen der Kühe verunfallt. Wie genau ist das passiert? Na wie wohl? Diese blöde Kuh war urplötzlich da. Ich bin zu Tode erschrocken und hab das Lenkrad verrissen. Kühe tauchen nicht einfach urplötzlich aus dem Nichts auf. Wir stellen Ihnen ein paar Fragen, dann erfahren wir sicher mehr. Ich denke, Sie waren zu schnell unterwegs und dann sind Sie urplötzlich vor den Kühen aufgetaucht. Die armen Tiere waren sicher bereits vor Ihnen auf der Autobahn. Zu hohe Geschwindigkeit führt häufig zu Unfällen. Wollen Sie mir jetzt auch noch sagen, ich wäre selber schuld? Schnell zu fahren ist auf der Autobahn doch wohl erlaubt. Wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, trifft das zu. Allerdings kann Ihre aggressive Fahrweise zu dem Unfall geführt haben. Ich bin nicht aggressiv gefahren. Die Sache gefällt mir nicht. Irgendetwas sagt mir, dass das noch nicht die ganze Wahrheit ist. Aus dem bekommen wir jetzt allerdings nichts mehr heraus. Wenn er nochmal auf der Wache verhört wird, erzählt er hoffentlich dann die ganze Geschichte. Der Zaun ist kaputt. Kein Wunder, dass die Kühe auf die Straße gelaufen sind. Sie konnten ja einfach ausreißen. Hey, was geht? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Reden wir später nochmal.
Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Die Tiere gehören einer gewissen Janina Neudorf. Die Wache hat sie kontaktiert. Sie dürfte jeden Moment hier eintreffen. In Ordnung. Was machen wir so lange mit den Kühen? Die schicken wir jetzt dorthin, wo sie hergekommen sind. Sicher, weil so eine riesige Kuh bestimmt auf uns hört. Du sollst sie nicht bitten, sondern scheuchen. Aber vielleicht hilft es auch, wenn du ihnen Komplimente machst. Du hast doch eine solch schöne Stimme. Auf dich hören sie bestimmt. Das stand aber nicht in meiner Berufsbeschreibung. Howdy. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Reden wir später nochmal. Sei ein braves Mädchen. Na los! Na los! Geborene Kuhhirte. Kusch! Natürlich. Du machst das doch so großartig. Du bist richtig gut da drin. Kusch! Beweg dich! Beweg dich! Beweg dich!
Willst du mir etwa den ganzen Spaß alleine lassen? Natürlich. Du machst das doch so groß. Gut machst du das. Du bist... Frau Neudorf, auf Sie haben wir gewartet. Können Sie uns erklären, weshalb Ihre Kühe über die Autobahn spazieren? Um Himmels Willen, das darf doch nicht wahr sein! Wie ist das denn passiert? Als Eigentümerin sind Sie dafür verantwortlich, dass die Tiere auf der Weide bleiben. Wie kann es also sein, dass Ihnen die zerbrochene Latte im Zaun nicht aufgefallen ist? Ich habe mich in letzter Zeit ehrlich gesagt nicht allzu sehr um Zäune gekümmert. Ich hatte andere Dinge im Kopf. Wie kam es dazu? Ich will den gesamten Hof verkaufen. Das ist alles nichts für mich. Derzeit bin ich auf der Suche nach einem Käufer und einer Wohnung in der Stadt. Auch wenn Ihnen Ihr derzeitiger Beruf nicht zusagt, müssen Sie ihn trotzdem gewissenhaft ausführen. Ich kann nur wiederholen, dass es mir sehr leid tut. In Ordnung. Allerdings werden Sie sich dennoch für Ihr Versäumnis verantworten müssen. Na gut, danke jedenfalls für Ihre Hilfe. Wer weiß, wo die Kühe sonst hingerannt wären. Howdy! Oh, ganz schlechtes Timing. Reden wir lieber ein anderes Mal. Was ist denn los? Es gab einen Unfall durch... Kühe. Exakt. Kühe. Ein Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und hat deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er hat sich überschlagen und ist verletzt. Aber den Kühen geht es gut? Die haben vielleicht den Schock ihres Lebens gehabt, aber sonst geht es ihnen gut. Gut, dann sehen wir uns jetzt den Verletzten an. Howdy! Oh, ganz schlechtes Timing. Reden wir lieber ein anderes Mal.